Was ist dran an Geschichten über Hellseher und Menschen, die mit anderen Welten kommunizieren? Nur Fantasy oder Realität? Warum eigentlich darüber keinen Film machen? It's very clear that we all have extrasensory abilities. There have been so many studies demonstrating that complete novices can do all sorts of things, from remote viewing to intention to precognitive information. Was bedeutet eigentlich Intuition? Intuition ist ja etwas, was besser wird, je mehr man es benutzt. Das ist wie so ein Muskel. Je mehr wir etwas trainieren, desto besser werden wir darin. Also die größten Hindernisse waren in mir. Und ich war lange der Meinung, die Hindernisse sind da draußen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du wirklich ganz praktisch arbeitest. Also, ich nehme dann die Karte vor mich, die Landkarte, sei das nun ein Land oder ein Kontinent, und fahre mit meiner Hand über die Landkarte, bis ich irgendwo ein Kribbeln auf der Handfläche spüre. Ja, ich dachte mir, ich stelle mich mal hier hoch, da kannst du vielleicht ganz frei sehen, vor weiß im Hintergrund, was du bei mir wahrnimmst. Also das, was man als allererstes wahrnimmt, ist immer das, was zur Aura gehört. Die Energie, die aus dem Körper rausstrahlt und sich in so Schichten und Wolken um den Körper herum sortiert. Du bist ein Tieftrance-Medium und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es etwas, was du dir nicht von Kindheit an gewünscht hast. Du wolltest kein Medium werden. Um Gottes Willen. Das ist nämlich nicht so ganz ohne. Was ich aber verrückt finde, ist, dass zum Beispiel ein Erzengel Michael fast jeder gleich sieht, ja, mit seinen strahlenblauen Augen. Wie soll ich sagen, die sind ganz rein, da gibt es, es gibt einfach keine Schatten. Die sind halt, ich würde sagen, wie Lichtwesen, ja, strahlen sie einen dann entgegen. Ich sehe die Engel. Ich sehe die Engel genauso deutlich wie die Menschen. Das ist eine Gabe, die von mir innere Ruhe und auch harmonisches Leben, sprich stressfreies Dasein, ein Dasein voller Vertrauen erfordert, damit diese Präsenz stetig vorhanden ist. So, we're going to do an attempt to do. Und wir werden jetzt da etwas versuchen. A double link. Und zwar zwei Medien, die gleichzeitig eine Verbindung zu einer Person machen. As a little boy, I used to see spirits around people and used to see colors and lights around people all the time. And I asked my mother one day who these spirits were, and she said, those are God's angels. You can see them too? She could see them as well. Ja, lieber Pascal, jetzt bin ich total gespannt, weil wir einfach mal schauen wollen, ob du auch bei mir etwas wahrnimmst. Okay, schauen wir mal. Ah, zieht es dir manchmal noch ins rechte Bein rein? Okay, weil sie sagt so, okay, das wirst du so lange haben, bis du deinen Weg gehst. Es gibt so viele Wunder, doch das größte Wunder ist der Mensch selbst. Wir haben so ein großes Potenzial. Werden wir es je nutzen können?